Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Auftakt des G7-Gipfels. Bereits am Abend landete US-Präsident Biden in München und flog von dort weiter zum Tagungsort Schloss Elmau. Ebenso der französische Präsident Macron. Bis Dienstag beraten die 7 Staats- und Regierungschefs und ihre Gäste unter deutschem Vorsitz unter anderem über die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine. Explosionen in Kiew. Offenbar gab es erneut russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Dabei soll laut Bürgermeister Klitschko ein Wohnkomplex getroffen worden sein. Rettungskräfte sind im Einsatz. Unterdessen gehen im Osten des Landes die Kämpfe nach dem Rückzug ukrainischer Truppen aus Severodonetsk weiter. Opferzahlen nach Ansturm auf Melilla gestiegen. 5 weitere Menschen seien ihren Verletzungen erlegen, hieß es aus marokkanischen Behördenkreisen. Damit kamen mindestens 23 Menschen ums Leben, als sie versuchten, über den Grenzzaun in die EU zu gelangen. Abschluss des Bundesparteitags der Linken. Geplant ist unter anderem, die Linie zu Russland, dem Krieg in der Ukraine und der NATO abzustecken. Gestern hatten die Delegierten in Erfurt Janine Wissler und Martin Schirdewan zu ihren Vorsitzenden gewählt. Wissler führt die Partei bereits seit vergangenem Jahr. Schirdewan ist Europaabgeordneter. Ausländische Hilfskräfte für deutsche Flughäfen. Die Bundesregierung plant die Einreise von dringend benötigtem Personal aus dem Ausland. Der Bild am Sonntag sagte Arbeitsminister Heil, den Menschen solle eine vorübergehende Tätigkeit in Deutschland ermöglicht werden. Wegen Personalmangels mussten zuletzt viele Flüge gestrichen werden. Das Wetter. Im Westen und Nordwesten wechselhaft, hier und da Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst oft Sonnenschein. Vor allem im Nordosten und im Bergland aber örtlich teils heftige Gewitter. 19 bis 33 Grad. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer Sondersendung bei Tagesschau 24 zum Auftakt des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Die Bayerischen Alpen rücken von heute an in den Fokus der Weltpolitik. Denn auf Schloss Elmau beginnt am Mittag der G7-Gipfel. Bereits am Abend landete US-Präsident Biden in München und flog von dort weiter zum Tagungsort. Es ist sein erster Deutschlandbesuch seit seinem Amtsantritt Anfang letzten Jahres. Mit Verspätung landet Frankreichs Staatspräsident Macron am Abend in München. Begrüßung durch 2 Kinder und den bayerischen Ministerpräsidenten, dann geht es schon weiter per Hubschrauber nach Elmau. In Garmisch-Partenkirchen ist tagsüber weitgehend alles nach Plan gelaufen. Eine kleine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten steht vor dem Medienzentrum. Sie wollen den Blick der internationalen Presse auf extreme Armut und vermeidbare Krankheiten in Afrika lenken. Genau da sehen wir, dass die gesamten globalen Krisen dort eine große Auswirkung haben. Sei es Corona, sei es Klima oder sei es auch der Ukraine-Konflikt jetzt mit dem Weizenmangel dadurch in Afrika. Die Bundespolizei hat ihre Grenzkontrollen kurz vor Beginn des G7-Gipfels verstärkt. Wie an diesem Grenzübergang nach Tirol sollen Verkehrsbeeinträchtigungen aber so gering wie möglich gehalten werden. 3000 Journalisten aus aller Welt haben sich akkreditiert, um vom Treffen der G7 zu berichten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, zentrales, aber nicht das einzige Thema des Gipfels. Das Thema Klimaschutz ist ein ganz zentrales Thema. Der Kanzler will den Klimaclub, den er vorgeschlagen hat, voranbringen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Das Thema globale Gesundheit ist ein großes Thema, gerade nachdem wir ja immer noch mitten in der Pandemie stecken. Und auch das Thema weltweiter Wirtschaftswachstum wird ein großes Thema sein. Am Mittag beginnen die Beratungen der 7 größten westlichen Industrienationen. Die Erwartungen an die G7 sind riesig, kurz vor Beginn des Gipfeltreffens in Elmau. Und über den G7-Gipfel spreche ich nun mit dem Politologen Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag nach Berlin. Guten Morgen. Beobachter sprechen von einem wichtigen, vielleicht sogar von dem wichtigsten G7-Gipfel, den es je gab. Wie sehen Sie das? Also er steht natürlich unter besonderen Vorzeichen und die sind ja bereits gerade angesprochen worden. Viele Themen sind auf den G7-Gipfeln der vergangenen Jahre bereits verhandelt worden. Klimawandel bzw. der Kampf dagegen, Pandemiebekämpfung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum und anderes mehr. Und jetzt kommt als alles überlagerndes oder alles überwölbendes Thema der Krieg in der Ukraine hinzu. Und da hat die G7 eine ganz zentrale Funktion. Es geht darum, die Position des Westens aus den vergangenen Monaten, die ja eine Mischung aus Entschlossenheit und Geschlossenheit gewesen sind, noch einmal zu bekräftigen.
Und insbesondere das Hinzuziehen von einigen Staatsführern, Regierungschefs aus dem globalen Süden, ich glaube, das haben dann am Dienstag, unterstreicht ja auch, dass der Anspruch des G7-Gipfels weit über den eigentlichen Westen hinausgeht, sondern dass er sich als Koordinierungsorgan der internationalen Gemeinschaft an sich versteht. Sie haben die aktuell großen Themen angesprochen. Droht da das Thema Klimawandel denn nicht von hinten runterzufallen? Ein bisschen. Wir stellen das ja auch in der deutschen Debatte fest, dass im Moment die Aufmerksamkeit aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen sehr stark auf die Ukraine gerichtet ist. Und die Folgewirkungen, die das dann eben für uns hat, vordergründig für uns hat, das sind Fragen der Ernährungssicherheit, das sind Fragen der Energiesicherheit, die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und anderes mehr. Und Ihre Bemerkung zielt schon auf das Richtige. Wir verlieren so ein bisschen den Klimawandel aus den Augen. Und da wird der G7-Gipfel wirklich nochmal eine wichtige Gelegenheit sein, für den Bundeskanzler in besonderer Art und Weise als Gastgeber sich in diese Richtung zu profilieren und die internationale Gemeinschaft zu schnellem Handeln aufzufordern und sozusagen die Brücke zu bilden zu den nächsten Klimagipfeln der Vereinten Nationen. Ja, und da hat der Bundeskanzler die Erwartungen ja eigentlich gedämpft. Er sagte bildlich, Berge werde man nicht versetzen. Was ist denn überhaupt möglich beim G7-Gipfel? Was können die 7 Staats- und Regierungschefs wirklich bewirken? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem oder zumindest der Unterschied von G7 zu den anderen Gipfeln dieser Tage, dem EU-Gipfel, der schon stattgefunden hat, der NATO-Gipfel, der noch kommen wird, ist, dass die G7 ja keine Institution mit einem riesigen Umsetzungsapparat ist. Also es gibt kein Sekretariat, dem man die Beschlüsse übergeben könnte am Dienstag und dann wird das umgesetzt werden. Das gibt es ja alles nicht. Es ist ein loses Forum von 7 Staaten, die kooperieren oder vielleicht auch weniger kooperieren, sondern ihre Politik koordinieren wollen. Und von daher ist es kein Zufall, dass bestimmte Themen immer wieder auftauchen, weil auch die Umsetzung sehr schwierig ist, sehr ausgeblieben ist zum Teil. Und von daher würde ich sagen, G7 hat vor allen Dingen eine, ich würde es nennen, subsidiäre Funktion, also eine unterstützende Funktion. Die wirklichen Beschlüsse werden andernorts gefasst. Das ist jetzt vor allen Dingen für deutsche Politik EU, NATO, OSZE, Welthandelsorganisation, Vereinte Nationen. Dort werden sie auch umgesetzt. Aber G7 hat dennoch eine wichtige Funktion, nämlich die politische Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken und zu unterstützen. Und in dem Sinne kommt der G7 dann doch eine wichtige Funktion zu. Ja, und bei dieser politischen Aufmerksamkeit soll ja auch ein Signal der Geschlossenheit von diesem Gipfel ausgehen in Richtung Moskau. Wie realistisch ist das denn? In der Tat, ich habe es ja schon angesprochen, das wird eine ganz zentrale Funktion sein. Und weniger die G7-Teilnehmer, die jetzt schon zu G7 gehören. Wichtiger oder schwieriger auch wird es sein, eine gemeinsame Haltung zu finden mit denjenigen Staaten, die eine andere Sicht des Ukraine-Krieges haben, die sich Russland näher verbunden fühlen mit den Gründen. Im energiepolitischen, im ernährungspolitischen, ich denke an Länder wie den Senegal, wie Indien, wie Südafrika und andere mehr, die jetzt als Gäste hinzugeladen worden sind. Und ich glaube, da ist das Anliegen des Bundeskanzlers ganz offensichtlich, die Front, wenn ich das sagen darf, gegen Russland auszuweiten über G7 hinaus und diese Länder, die eben aus dem globalen Süden eine andere Perspektive haben, die westlichen Sanktionen zum Teil nicht umsetzen, die auch die Verurteilung der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht mitgetragen haben, doch irgendwie einzubinden und das Signal der G7 darüber dann oder über dieses Vorgehen auszuweiten. Ja, Sie haben tatsächlich Indien und Südafrika angesprochen. Im Grunde genommen ist es ja so, dass die trotzdem ja auch mit Europa und den USA es sich nicht verderben möchten. Wie sehr ist das also ein Balanceakt im Moment für beispielsweise Südafrika und Indien? In der Tat, es ist ein Balanceakt. Sie sind Russland verbunden. Das hat ausreichende historische Gründe. Aber Länder wie der Senegal, das gerade in Vorsitz der Afrikanischen Union hat, steht stellvertretend für die gesamten Länder Afrikas, die von der Ernährungskrise im Moment betroffen sind. Millionen und Abermillionen Tonnen von Weizen werden aus der Ukraine nicht in diese Länder gebracht. Die Lebensmittelpreise steigen. Die politische Stabilität wird gefährdet. Und die haben eben eine ganz andere Sicht. Und von daher ist es sehr, sehr schwer. Sie müssen auf die Bedürfnisse, Ängste, Sorgen ihrer eigenen Bevölkerung reagieren.
Sie sind westlichem Druck ausgesetzt, sich den Sanktionen anzuschließen, einer westlichen Sicht auf die Ukraine-Krise, auf den russischen Krieg, auf die Ukraine. Und dennoch gibt es gewisse Abhängigkeiten. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, hier diese Länder einzubinden, beziehungsweise für die eine angemessene Position zu finden. Und das wird ja noch mal offensichtlicher, wenn wir den Blick schauen in den Herbst, weil beim G20-Treffen in Indonesien, wo Russland sogar dann präsent sein wird, dann wird es umso schwieriger werden, da eine Position zu finden. Ja, und es gibt ja durchaus auch Einzelinteressen. Die USA beispielsweise wollen ja einen Preisdeckel beim Öl. Das ist ja auch durchaus umstritten. Wie sehen Sie das? In der Tat, die Energie hat sich auf die Agenda gedrängt. Wenn wir uns das Arbeitsprogramm der G7-Präsidentschaft von Deutschland anschauen vom Januar, da tauchte Energie, glaube ich, explizit gar nicht auf oder nur an nachgeordneter Stelle. Da ging es eher wirklich um den Klimawandel und andere Fragen, vor allem die endgültige Überwindung von Covid, die Verteilung von Impfstoffen, Produktion von Impfstoffen und die Entwicklung des der Energiepreise. Und auch tatsächlich, wenn ich das sagen darf, der Paradigmenwechsel, dass fossile Energieträger auf absehbarer Zeit dann doch noch nicht so schnell ihr Ende erleben werden. Weil genau das, was wir jetzt gerade in Deutschland sehen, das ist alles ganz, ganz neu. Und dementsprechend beschäftigt sich der Gipfel fast mehr mit traditionellen Energieträgern, alten Energieträgern, fossilen Energieträgern, als dass sie den Klimawandel wegnimmt. Und von daher haben diejenigen nicht ganz Unrecht, die sagen, es ist vielleicht weniger ein Rückschritt, aber ein Perspektivenwechsel, der dem Klimawandel oder vielmehr dem Kampf gegen den Klimawandel nicht gut bekommt. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist ein hochkarätiges Treffen, das da jetzt 3 Tage lang auf Schloss Elmau stattfindet. Doch was sind die G7 eigentlich? Und wann wurden sie zwischenzeitlich aus G7 die G8? G7 steht kurz für Gruppe der Sieben. Ins Leben gerufen in den 1970er Jahren haben sich die damals führenden Industrienationen zusammengeschlossen. Deutschland 2022 hat es den Vorsitz, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Die Sieben stellen etwa 10% der Weltbevölkerung und erwirtschaften etwa 31% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Die Europäische Union ist als Beobachter fix bei den G7-Treffen dabei. Zwischenzeitlich war auch Russland Mitglied der Gruppe, die darum ab 1998 zur G8 wurde. Nach der Annexion der Krim 2014 wurde Russland aus dem Bündnis wieder ausgeschlossen. Gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung könnten heute auch China und Indien Teil einer Gruppe der führenden Industrienationen sein. Sie waren aber nie Mitglieder der G7. Sinn der G7 ist der Austausch der Mitglieder zu wirtschaftlichen, außen- und sicherheitspolitischen sowie klimapolitischen Themen. Einmal im Jahr treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 7 Mitgliedstaaten, wie jetzt in Elmau. Am Ende des Treffens geben die G7 eine im Konsens getroffene Erklärung zu den besprochenen Themen ab. Diese ist zwar nicht rechtlich bindend, aber die Selbstverpflichtung hat trotzdem großes politisches Gewicht. Kernthemen des diesjährigen Gipfels sollen die Klimapolitik, die Corona-Pandemie und die internationale Zusammenarbeit sein. Der Krieg in der Ukraine wird aber wohl die Beratungen dominieren. Ja, es stehen also viele große Themen auf der Tagesordnung der G7. Wer genau sich auf diesem Treffen eigentlich berät, das erklären wir Ihnen jetzt. Die Gruppe der 7 Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und USA trifft sich jährlich zum Gipfel. Dazu kommen unterschiedliche Partner. Die EU oder ihre Vorläufer ist seit 1981 sogar fester Teilnehmer bei allen G7-Treffen. Außerdem lädt der Gastgeber, in diesem Jahr Deutschland, weitere Länder zu Beratungen ein. Dieses Jahr sind es Indien, Argentinien, Südafrika und die Republik Senegal, die aktuell den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat. Weiter mit dabei ist Indonesien, das dieses Jahr der G20, der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, vorsitzt. Wegen des seit Februar anhaltenden Kriegs in der Ukraine hat Deutschland außerdem noch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu den G7-Beratungen eingeladen. Das Wetter. Heute im Westen und Nordwesten wechselhaft, hier und da Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst oft Sonnenschein. Vor allem im Nordosten und im Bergland aber örtlich teils heftige Gewitterschauer. Höchstwerte von 19 bis 33 Grad.
Nicht zum ersten Mal ist das abgeschiedene Schloss Elmau Treffpunkt der großen Politik. Schon 2015 tagten die G7-Staaten in dem Luxushotel. Damals mit Bundeskanzlerin Merkel als Gastgeberin und US-Präsident Obama. Enorme Sicherheitsvorkehrungen begleiteten auch damals das Treffen. Gipfelgegner aus der ganzen Bundesrepublik reisten zu Protesten an. Die Meinungen der ansässigen Bevölkerung zu all dem waren zwiegespalten. Dazu nun ein Rückblick aus dem Jahr 2015 in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks aus der Reihe Kontrovers, die Story.